Hallo liebe Leute, die heutige Tour führt uns aufs Gmeineck. Man fährt nach Spital Richtung Hühnersberg und parkt auf 1354 Meter. Danach geht es weiter über die Kohlmeierhütte 1512 Meter, hinauf auf das Gmeineck 2592 Meter. Abstieg über den Stoder 2433 Höhenmeter und denselben Weg danach zurück zum Auto. Die Tour beinhaltet, so wie ich sie gegangen bin, 1400 Höhenmeter und rund 12 Kilometer Weglänge. Und nun viel Spaß bei der Tour. Guten Morgen! Guten Morgen! So, die heutige Tour führt uns aufs Gmeineck, mehr oder weniger. Ein bisschen der Hausberg von Spital anscheinend. Da fährt man einfach Spital vorbei Richtung Kohlmeierhütte, einfach ins Navi eingeben. Dann führt da so eine Schotterstraße hoch. Da gibt es zwei Parkmöglichkeiten, zuerst einen kleineren, aber da kann man weiterfahren und dann irgendwann einmal kommt halt die Tafel, dass dann Weidebesitzer und Anrainer weiterfahren dürfen. Und da gibt es aber einen Parkplatz, da kann man sich hinkläschen und man startet dort ca. auf 1400 Höhenmeter. Gmeineck ist 2,6, also locker flockige 1200 Höhenmeter. Wir machen das heute als Vormittagstour, wenn wir Nachmittag noch was vorhaben. Passt genau. Passt, und dann geht man da einfach die Wege entlang Richtung Kohlmeierhütte. Ist alle ein paar Kumpel an Homado. Alles voller Tühe. Okay, und der Tag schaut auch perfekt aus. Dann los geht die Luzi. So, und nachdem ich ja letzte Woche ein bisschen Kontakt mit angriffslustigen Kühen gehabt habe, gehe ich da lieber links durch die Wiese. Weil da sind ein paar Kälber und kleinere dabei. Da muss ich kein Risiko eingehen. Die haben auch so einen geilen Nasenring. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum wir einen Nasenring haben. Ich werde sicher irgendeinen Grund haben. Naja, das Wetter schaut schon mal perfekt aus heute. Nicht schlecht. Ganz wichtig, aufpassen, wo man hintritt. Überall liegt Scheiße. Da folgt man wirklich den Weg richtig schön elegant. Einfach immer am Fluss entlang Richtung Kohlmeierhütte. Immer ganz wichtig, wenn sie Wetterland sein, immer wieder verschließen. Dass keine Kühe abfahren können und so. Ja, und jetzt ist da angeschrieben. Ja, das ist rechts um, genau, rechts um Kohlmeierhütte. Wo könnte man das Fuß bringen? Rostalmschalter, Hohe Leier geht da ab, 4 Stunden 30, aha. Ein weiterer Weg ist da. Da ist Eckhütte mit einem Klettersteig sogar. Ja, nicht schlecht. Ja, wir bleiben Kohlmeierhütte und Gmeineck ist jetzt angeschrieben, 2 Stunden 30. So, Nierstädter Seehöhensteig. Okay, weiter geht's. Und schon sind wir da oben bei der Kohlmeierhütte angelangt. Geht man circa eine Viertelstunde daher vom Parkplatz. Also wirklich eine kleine Spaziergang. Und dann da direkt weiter links von der Hütte über die Wiesen da rauf. Da oben ist ja wieder was angeschrieben Richtung Gmeineck. Okay, eigentlich sollte man da zur Hütte hineingehen und da ist angeschrieben Richtung Gmeineck rauf. Aber man kann links davon auch gehen. Wird sicher da oben eine Möglichkeit geben, den Zaun zu überwinden. Hoffen wir mal. Ja, da unten auf jeden Fall echt intelligenter, direkt bei der Hütte hinein, dass man auf der anderen Seite vom Zaun ist. Wenn man sich die 3 Meter vorbirgt, kommt man da über den Stacheldrahtzaun auch noch drüber. Und da führen die Wege dann nicht zusammen. Und immer aufpassen bei so Sachen. Gestern hat es frisch geregnet. Das sind Wurzeln und relativ viel Grünzeug. Sowas kann immer sehr rutschig sein. Ne? Auf jeden Fall aufpassen. So, und da geht es jetzt durch den Wald. Einen richtig schönen Abenteuerpfad entlang. Echt cool.
Aha, und da kommen wir jetzt an da dazu, wo der richtige Weg gegangen wäre. Also wirklich Bitterbeilacher Kohlmeierhütte durchgehen und danach erst auf, und nicht vor der Kohlmeierhütte. Nein, das war nicht am richtigen Weg. So, dann schauen wir mal, ob wir da drüber gekackt sind. So, und nachdem wir es jetzt auf den richtigen Weg geschafft haben, sind wir eh schon super. Schaut euch das schöne Panorama dann gleich an. Unten mit den Kühen, die Sonne scheint da schön rein. Traumhaft. Gute Zeit. 5,65er. So schön angeschrieben jetzt wieder alles. Ein richtig schöner Blick da hinten aufs Spital. Ein bisschen Hochnebel. Weil der Tag wird gewaltig schön. So, nach so einer kurzen Wiesenquerung geht es da wieder rein im Wald. Weiter hinauf. Ich deute es jetzt einmal so, dass man da die Stufen hinaufgehen sollte. Jupp. Ja. Da oben kann man noch weiter reinigen. Das ist ein Gatterle. So. Fail life of YouTube. Aha, da geht's noch weiter. Ach, wie das liebe, wenn die Kühe den Weg versperren. Kannst du weggehen oder wenn wir mal umgehen? Dann werden wir wieder den Umweg machen. Kein Problem. So, und da vorne hat es einen Baum gehabt. Da haben aber die Leute vom Alpenverein oder die Bewirtschafter von der Hütte schön eine dritte eine gemacht. Das heißt, da kann man schön drüber kraxeln. Sonst machst du da oben einen Abgang. Das ist halt eine richtig gatschige Angelegenheit heute. Aber halb so schlimm, da oben sind wir dann bald in der Sonne. Und das ist echt gut angeschrieben mit diesen Pfeilern immer. Also da kann man sich wirklich nicht vergehen. Wie schön das einfach ist, wenn man jetzt wirklich den Wald schön verlässt und schön in die Sonne reingeht. Ach, traumhaft. So ein Tag ist halt, es gibt nichts Geileres. Heute ist Montag auch. Das heißt, wir werden auch sicher wenig Leute haben. So, ich habe zwar gern, also ich mache gern Videos und erkläre die Wege, aber wenn dann den ganzen Tag ein paar Leute siehst maximal, ist das einmal cool. Kann man es richtig abschalten, Energie tanken für die Arbeit. Echt schön. Und was ist immer wichtig, auch wenn du jetzt zum Beispiel so zuerst im Schatten bist und du nicht so viel Durst hast, was ist da wichtig immer? Wasser trinken. So ist es. Auch wenn man oft keinen Durst hat, ist immer wichtig, sehr viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Beim Gehen verliert man durch Schwitzen und so weiter die ganze Flüssigkeit. Also immer brav trinken, auch wenn man keinen Durst hat. Ganz wichtig. Da sieht man so richtig schön die Weite, wo der Weg aufgeht auf diesem Großmugel. Nenne ich es einmal. Und wenn ich da so das Hiegerle aufgehe und schwitze wie ein Schwein, wenn ich Sonne runter rennt, will ich euch sagen, es ist normal. Man schwitzt einfach wie Schwein. Ich bin einer, der recht früh schwitzt. Es gibt nur einen Menschen auf der Welt, der noch mehr schwitzt. Das ist mein lieber Freund, der Alexander Nesler. Grüße gehen raus. In zwei Wochen steht sein erster 3000er Touren und der Mensch schwitzt noch mehr als ich. Aber ist gesund, es muss alles raus. Hilft ja nichts. So, und bei der Kreuzung ist schon super das gemeine Gang geschrieben, noch 1 Stunde 15 noch. Rauf, später dann wahrscheinlich über den Grat mal um, dass wir da herkommen, aus Richtung Altersberg, Bergfriedhütte. Wir machen da so eine kleine, mehr oder weniger Rundwanderung. So einmal im Kreis da oben. Und das Stickel muss man sowieso wieder runtergehen. Das hat mir kein Wohl. Dann geht's weiter. So, und da am Mugale oben ist dann irgendwo das Gipfelkreuz dahinter. Und da geht man richtig entspannt neben dieser Stacheldraht entlang auf dieser wunderbaren Almwiese. Ausblick ist auch schon recht
elegant. Das erfreut das Herz. Schön. So, und was haben wir da? Das ist dieser Echsner Salamander. Schaut mal lieber aus. Ja. Du hast das verschlungen. Ja. Ja, jetzt war ich glaube ich recht. Immer wieder schön, wie in der Hand. Einfach ein Traumwetter ist. Da fahren wir, kommt wieder der Fog. Hochnebel. Das ist halt in der Früh immer ein Thema. Aber bei gut markierten Wegen wie da ist das überhaupt kein Problem. Trotz der Nebel kann man die Aussicht trotzdem genießen. Da hinten reißt es auf. Schaut einmal geil aus. Auf der Seite ist noch recht zu. Oben hinein. Ja. Da dahinter kommt die Sonne raus. Aber der Weitblick da Richtung Süden, aber der ist schon einmal okay. So, und wenn man diese Alm da mehr oder weniger gequert hat, kommt man da in ein bisschen so ein steinigeres Gebiet. Ist aber schon recht hoch. Wo sind wir da jetzt? Kurz bei der Uhr schauen. Ja, so 2,350, die geht immer ein bisschen zu hoch. Wenn wir da jetzt sein, da geht man jetzt eine Hand weiter. Der Gipfel ist nah. So, und wenige Meter vorm Ziel ist dann auch kurz im Long geschrieben, das ist eine Bergfriedhütte, bei der wir dann später absteigen. Da gibt es auch noch ein kleines Schneefeld. Aber zum Gipfel geht es da links noch schön kamut die letzten 50 Höhenmeter hinauf. Echt angenehm zum Gehen da. So, Bergheil, meine Freunde. Bergheil. Ja, also da ist man dann am Gipfel da oben. Ja, aussichtsmäßig kann ich euch jetzt ein Gefühl sagen. Schaut euch das an. Das Wetter ist, naja, das haben wir ein bisschen schon gewartet, ob er ein bisschen aufzieht, aber alles so mit Nebel voll. Hinten oben siehst du ein bisschen. Ja, das ist ganz schön oben. Auf der Seite über den Weg da, bei dem Grat, wo wir noch absteigen, ist auch noch sehr neblig. Man sieht halt jetzt nicht viel, aber sonst, da die Sorgen, der Ausblick ist sicher super, aber haben wir nicht besseres Wetter erwischt heute. Wenigstens ist es trocken und vielleicht haben wir beim Abstieg noch ein bisschen schöneres Wetter. Zum Kreuz kann ich sagen, es ist eher ein klangehaltenes. Ups. Aber es ist eigentlich nett. Friede und Freiheit steht oben. 2590 Höhenmeter eben, ca. 1200 oder ein paar zerquetschte mehr sind es von dem Parkplatz da unten. Also so wie wir das machen mit einer Vormittagsrunde, perfekt. 1200 Höhenmeter, Tag, Nachmittag haben wir eine geile Grillerei. Und hat man sich die verdient. Na gut, nachher werden wir uns gleich am Abstieg machen und da werden wir halt diese Alternativroute über diesen Komm da drüber wollen und unten weiter kommt man halt wieder dazu. Und bis gleich. So, und Abstiegsroute eben diese Bergfriedhütte folgen. Mit mir schön, elegant, am Grat entlang. Wenn wir Aussicht hätten, war es auch sicher geil. Aber ist so auch nicht. Schaut aus wie so ein irischer Bergmugel. Ganz vereinzelt noch diverse Restschneefelder. Aber der Weg führt ja rechts daneben vorbei. Und ja, das wird echt so eine Art Gratwanderung. Richtig elegant. Also ich glaube, ich werde ihn irgendwann einmal noch einmal als Vormittagsrunde machen, dass ich auch ein bisschen was vom Ausblick habe. Weitblick lässt zu wünschen, ja. Wieder angeschrieben und weiter Richtung Stoder. Auf diesem Kamm bleiben da. So, und da ist jetzt eine kleine, selbstversicherte Stelle. Aber ist nicht schlecht,
dass sie da eine Seile gemacht haben, weil ohne war es wieder blöd. Aber man kann sich da super ein Seil reinhängen. Geht einmal die paar Schritte da weiter. Da dann noch ein da her. Ist wieder ein Seil, kann man sich super reinhängen, echt toll. Zwei Dritte sind da. Und dann ist man da auch schon wieder unten. Und da geht es jetzt weiter. Das ist halt so ein Sicherheitsseil. Aber eigentlich ist das nicht nötig, aber es ist nicht schlecht, wenn es da ist. Ist ganz normal der Weg da weiter runter. Und über das Gipfel da auf und dann rechts ist ein Rundweg. Das ist halt so ein Sicherheitsseil. Aber eigentlich ist das nicht nötig, aber es ist nicht schlecht, wenn es da ist. Ist ganz normal der Weg da weiter runter. Und über das Gipfel da auf. Ich bin eh gut. Jetzt habe ich erst am GPS gemerkt, ich bin jetzt weit links gegangen. Ich mache gerade den Sto damit. Naja, gratis Berg. Nehmen wir noch kurz mit. So, wer noch kurz einen Gipfel mitmachen will, der Stoder liegt auf dem Weg. Jetzt gehe ich wieder ein paar Meter zurück und da vorne geht man dann runter. Ein bisschen was extra gemacht. Aber ist ja auch nicht schlecht. So, und jetzt ist der Nebelweg. Jetzt sieht man gerade das Mungale, wo ich oben war. Ja, es hat ein bisschen Seil versichert. AB-Schwierigkeitsgrad. Ganz, ganz leicht. Der will keine mitnehmen. Und jetzt gehe ich zur Kreuzung zurück. So, wieder zurück bei der Kreuzung. Also, Stoda. Ich bergfriedhüte über Stoda. Das ist nur, wer ein bisschen klettern will. Sonst geht man da oben. Jetzt wissen wir das auch. Wer im Video davor noch ein bisschen extra schreiben, weil ich ja zuerst Scheiße geredet habe. Das GPS hat es auch ein bisschen komisch angezeigt. Aber wer halt gern klettert, nimmt den Stoda mit. Der Weg da ähnelt dem anderen, wo es aufgegangen ist, Richtung Gipfel eigentlich sehr. Das ist sehr ähnlich von der Beschaffenheit. Ja. Da vorne müsste jetzt gleich noch eine Kreuzung kommen, wo wir noch rechts abbiegen und dann wieder zur Aufstiegsroute dazu kommen. Ja, aber mittlerweile hat man sogar schon ein bisschen eine Weitsicht. Schaut schon nicht schlecht aus. Da hinten, ich hoffe, das sieht man auf der GoPro, kann man auch tatsächlich den Mühlstädter See sehen. Unglaublich. Aber wow, man sieht da mal was bei der heutigen Tour. Und da ist jetzt schön angeschrieben, Kohlmeierhütte, 1 Stunde 30, rechts bleibend. Da kann ich auch empfehlen, Sprung ins kühle Nass, der sich ein bisschen, wie soll ich sagen, abkühlen muss. Ist echt geil. So, noch stinkt so, dass du jetzt was essen gehst, hier einen Platz kriegst. Freier Blick jetzt auf den Mühlstädter See. Und Sonne ist auch heraus. Dafür haben wir jetzt im Winter ein bisschen abgekriegt. Wäre cool, wenn man am Ende des Tages draufkommt, wo man gegangen ist. Da drüben ist der Zaun. Und auf den Rücken da dahinter sind wir aufgegangen. Ja, besser man sieht es, später als nie. Oder was sagst du? So ist es. Die nächste Markierung. Das ist aber wirklich ein interessanter Weg jetzt da her. Pferde da unten gibt es auch. Das Massiv sieht man da richtig schön. Sieht cool aus. Und der Weg schlängelt sich da einfach entlang. Echt traumhaft. Schön. Immer wieder halt so eine Pfeiler mit rot-weiß-rote Markierungen drin. Das Zeug hat was, was lang ist. Aber der Weg ist da ja relativ selbsterklärend. So, und da waren wir jetzt wieder mit der Rundtour beendet. Mein Neck wieder angeschrieben. Das sieht man auch da rauf, das Mugale. Wir gehen jetzt ein bisschen geradeaus und dann links runter. Sind wir gleich beim Auto. Und dann gibt es ein Resümee. Was gibt's? Resümee. So, jetzt sind wir schon wieder bei den Kühlis da unten. Der hat aber liebe kleine Hühner. Hörner. Sind aber alles ganz liebe Kühlis da dieses Mal. Nicht so aggressiv wie letzte Woche. Auf der vorderen Kennelspitze. Boah, sind die alle lieb, Kühlis. Ganz liebe. So, und kurz vor der Kohlmeierhütte sieht man jetzt noch ein bisschen mit einem besseren Ausblick. In der Mitte jetzt sind die schön die böse Nase.
ein sehr beliebter Berg. Bin jetzt bis dato noch nicht gegangen. Und hinten ist da die Hohe Leier. Das sind auch zwei Berge, die was man im Frühjahr oder im Herbst oder was nicht, eventuell auch für Halbtagestouren gehen könnte. Natürlich Tagestouren auch. Je nachdem. Ja, da gibt es schon einige Bergerlern da. So, und jetzt kurz vorm Auto. Was sagst du zur heutigen Tour? Also, ich finde, die heutige Tour war technisch gesehen schwer. Es war nur in der Früh im Wald zum Aufpassen, weil sie wie es dann in der Nacht geregnet hat. Da waren die ganzen Wurzeln und Steine nass, dass man halt da nicht ausrutscht oder sich wehtut. Und was mich halt ein bisschen gestört hat, waren die Drahtzäune, weil da keine Gatterle durch war und man mehr oder weniger über die Drahtzäune hat durchklettern müssen. Ja, und da ist halt auch zum Aufpassen, dass man sich nicht wehtut oder gar die Hosen aufreißt. Das ist dann, glaube ich, nicht so lustig. Ja, das hat sie jetzt eh gut angesprochen, das war ein bisschen problematisch. Wenn du da eine teuren Hosen an hast, 100 Euro Hosen, Kratsch, und hin ist sie, ist es halt auch nicht so geil. Aber okay, ja, und Tourdaten, das schneide ich nicht aus, kann ich gleich sagen, es sind so 1200 Höhenmeter, wenn du das im Auf- und Abstieg machst. Wenn du einen Stoder mitmachst, bist du auf 1300 oder 1350, ein bisschen mehr. Wegkilometer, so 11-12 Kilometer. Also es geht sich schön aus für eine Vormittagsrunde, so 6 Stunden geht es etwas. Ja, und deshalb, wenn euch die Tour getaugt hat, aufs Gemeineck, was gar nicht so gemein ist, wie es ist, anhört. Und wenn ihr wollt, lasst ein Abo da oder das abonnieren. Ich mache eigentlich selten Werbung, aber sage ich halt einmal. Ja, und nun gehen wir heim und da gibt es eine Grillerei und ein paar Bierlein und ein paar Spritzerlein. Okay, passt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.